Also am 10. April hat im EU-Parlament in Brüssel eine Anhörung der Bürgerinitiative One of Us stattgefunden, zu der der Kollege Hannes Swoboda als Vorsitzender der S&D-Fraktion eine Aussendung gemacht hat und dort darin wörtlich unterstellt hat, dort würden seien ideologische Hassreden gehalten worden. Ich halte fest, weder von den Initiatoren, den anwesenden Vertretern der Bürgerinitiative, zumeist junge Menschen, noch von den Abgeordneten wurde irgendeine ideologische Hassrede gehalten. Kollege Swoboda hat damit gegen Artikel 9 Absatz 2 der Geschäftsordnung verstoßen, gegen die dort festgelegten Verhaltensregeln. Und ich ersuche Sie, Herr Präsident, nach Artikel 152, 153, 153 und 154 Sanktionen zu verhängen, weil wir sollten auf dieser Ebene nicht mit den europäischen Bürgern kommunizieren. Vielen Dank, Herr Stadler. Ich werde Ihrem Vorschlag nachgehen und eine entsprechende Prüfung einleiten. Vielen Dank. Nur zur Klarstellung. Es gibt Leute, die reden so viel Hass, dass sie gar nicht mehr